Krieg. Wo sind die Gegner? Hätte speichern sollen. Nicht zurückweichen! Nicht zurückweichen! Clanbrüder, zu mir! Bereit! Was liegt an? Die meinen es ernst! Tod den Feinden! Nicht zurückweichen! Ein Gegenangriff! Bei die scheinen jetzt auch wieder keine Lust gehabt zu haben, was zu droppen. Krieg! Wo sind die Gegner? Na kommt, also so ein Ding machen wir nochmal. Was haben wir verloren? Zwei, drei. Man merkt, die Drop-Chancen für gerade für Sternenmünzen sind sehr gering, deswegen ist es gut, dass wir schon so viele haben. Schädelmünzen haben wir auch schon 13. 11. 11. Das sind immer, das sind 8. 10. Zarach, hilf! Zarach, hilf? Wird einer gerade wieder von irgendeinem Büffel oder so angegriffen? Für den Clan! Wo sind die Gegner? Ah ja, speichern. Sicherheitshalber. So, dann holen wir alle mal wieder. Wir werden angegriffen. Dann halten, Männer! Die meinen es ernst! Runenkrieger zu mir! Tod den Feinden! Dann halten, Männer! Aber ja, irgendwie kein Dropglück. Meinen es ernst. Auch die Welle, die so kommt, war fast nichts, ehrlich gesagt. Clanbrüder zu mir!
hier gibt es ein Tor. Und hier gibt es auch ein Tor. Hier gibt es Untote und hier gibt es wieder einen Stein. Können wir mit dir was machen? Ein gewaltiger Menhir. Darauf eine Inschrift. Nur des Meisters klopfen wird die Pforte öffnen. Gegen den Menhir klopfen. Ein bedrohliches Mahnen ist zu hören. Die Inschrift verändert sich. Falsche Hand, falsches Herz. Der Boden erzittert. Ein Gegenangriff! Oh. Das sollte aber ihr haben. Clanbrüder zu mir! Gargoyle-Statuen, die werden wahrscheinlich auch lebendig, wenn wir hier reingehen. Bin schon auf halbem Weg. Na, gucken wir mal, was Archon Chilsa zu sagen hat. Macht schon! Bringt es hinter euch, Lichtgläubiger! Tod nützt ihr mir nichts. Aber vielleicht habt ihr etwas anzubieten, das mir euer Leben wert ist. Was wäre, wenn ich euch sage, dass es geheime Gänge in die anderen Stadtteile gibt? Sprecht weiter. Die Gänge wurden von Ul'Karkan angelegt, bevor die Sonnenpriester ihn ermordet haben. Sie führen in die Sonnen- und Mondstadt, aber sie sind magisch verschlossen. Was nützen sie mir dann? Wartet! Nur die Hand Khans kann die Tore öffnen. Khan ist tot, aber seine Hand befindet sich in unserem Besitz. Man weiß nie, wann man sie brauchen könnte. Aber nun ist es wohl soweit. Gut. Gebt sie mir und ihr sollt verschont bleiben. Gut. Krieg! Tue wie befohlen! Ist die große Frage, was mache ich jetzt? Lasse ich die hier in Ruhe respawnen? Und gehe mich mal in Richtung Sonnenstadt umsehen? Gucken wir erstmal, was es mit den Toren auf sich hat. Das habe ich nämlich auch nicht mehr in Erinnerung. In dem Tor sind drei Schlitze. Neben den Schlitzen sind die Symbole von Sonne, Mond und Stern eingraviert. Nein, ich werfe da keine Schlitze ein, um ein Elementar rauszuholen. Wie sieht es mit den Menhiren hier aus, neben den Portalen? Ein gewaltiger Stein mit einem Schlitz in der Mitte. Daneben Symbole von Sonne, Mond und Stern, Sonne und Mond. Eine Inschrift besagt, opfere drei Münzen deiner Wahl und empfange deine Belohnung. Ja, seid mir nicht böse, wenn ich dafür dann gucke, was diese Menhire droppen, wenn ich bestimmte Münzen einwerfe. Mir fehlen ja immerhin noch vier Schädelmünzen. Was habe ich eigentlich verloren? Ein Warrior. Bin schon auf halbem Weg.
Also lasse ich den oberen Teil der Sternenstadt mal stehen. Ein Hammer, keine Münze, okay. Ein gewaltiger Menhir, ja. Kannst Faust gegen den Menhir schlagen? Die Faust zerbricht bei der Berührung und zerfällt zu feinem Staub. Der Durchgang öffnet sich. Okay, das heißt, ich kann sie nicht. Kann sie nur einmal verwenden. Runenkrieger zu mir! Ein Gegenangriff! Linien müssen halten! Entdeckung! Okay, die Gargoyles, die werden irgendwann wach. Gut. Tod den Feinden! Clanbrüder zu mir! Sie meinen es ernst! Tod den Feinden! Hoher Glaubenssinn. Gildenmeister Kurzschwert, okay. Hier. Das heißt, ich kann jetzt hinter dem Verteidigungsturm vorbei. Runenkrieger zu mir! Ja, gut. Oh, ein Seelenfels. Oh, Trollmonument. Okay, alle hier hinten bleiben erstmal in Deckung, bis die Truppe der Imperianer an uns vorbeigezogen ist.